Okay, ich würde sagen, wir starten, oder? 17 Uhr, dreiviertel Stunde müsst ihr noch aushalten, dann geht's zur Party. Das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, schneller vom Problem zum Prototypen mit Design Sprints. Wer von euch kennt das Thema Design Sprints? Vielleicht mal kurz Hände heben. Okay, hätte ich gedacht, es sind mehr. Bin überrascht. Wer von euch hat schon Design Sprints gemacht? Gut, das ist zumindest ein großer Teil von denen, die sich gerade eben gemeldet haben. Das finde ich dann schon wieder ganz gut. Bin eigentlich mit der Erwartungshaltung hingekommen, dass mehr als 50% sagen, ja, habe ich schon gelesen, kenne ich schon. Aber ich freue mich, dass ihr interessiert an dem Thema seid und dass ihr heute dabei seid. Und wir haben eine Agenda, die stellen wir euch gleich vor, aber wir fangen erst mal an, uns vorzustellen. Ja, hallo von meiner Seite, ich bin Andreas. Ich leite bei Collect.ai das Engineering-Team und wir haben zusammen mit Andreas einen Design-Sprint durchgeführt und ich würde einfach gerne euch mal unsere Erfahrungen als Erfahrungsbericht preisgeben, was wir als Takeaways mitgenommen haben und ja, da gehe ich nahe drauf ein. Genau, mein Name auch Andreas. Wir kennen uns schon recht lang, wir haben schon früher mal zusammengearbeitet und ich beschäftige mich schon lange mit Consulting und sehr viel der Schnittstelle zwischen Business-Anforderungen und Lösungen. Und da ist mir halt irgendwann das Thema Design Sprint untergekommen in den 15 Jahren IT-Consulting. Bin ich irgendwann auf das Thema gestoßen und fand es halt recht interessant. Wer ist die Centa? Das ist ein Unternehmen, was ich gerade versuche aufzubauen, wo es darum geht, letztendlich eine Umgebung zu schaffen für Tech-Consulting-Startups. Das ist mal ein bisschen was anderes. Nicht irgendwie Produktinkubator, sondern eigentlich mehr Leute, um einen rumzuscharen, die gute Ideen haben für Consulting-Produkte. Und dafür will ich einen Raum und ein Netzwerk schaffen. Und das Besondere, was viele Leute, die im Consulting sind, immer bemängelt haben mir gegenüber, ist, dass sie weder eigenständig noch eigenverantwortlich Lösungen entwickeln konnten, weil sie immer irgendwie getrieben waren von dem, was sich irgendwelche Oberen ausgedacht haben und das umsetzen mussten. Also mein Ziel ist da etwas zu machen, was möglichst viel Eigenständigkeit schafft. Mal schauen, ob es funktioniert, ist eine spannende Herausforderung. Und ja, unser Zielmarkt, klar, sind Kunden für werthaltige Lösungen für ihre Business-Anforderungen. Also ganz klar, Fokus, obwohl es sehr stark technologielastig ist, sind eben die Business-Anforderungen. So, Agenda. In dem Beschreibung steht, ist der MVP tot? Damit wollen wir uns beschäftigen. Ich wollte euch ein bisschen was über den Design Sprint erzählen. Jetzt, wo ich weiß, dass viele da noch nichts von gehört haben, freue ich mich umso mehr. Und wir wollen uns zwei Erfahrungsberichte, die wir begleitet haben. Ich finde das lieb, dass Andreas gesagt hat, wir haben mit Andreas einen Design Sprint durchgeführt. Ich sitze immer nur daneben. Ich beobachte nur. Was aber ganz gut ist, ich kriege eine ganze Menge mit. Meine Kollegen führen den durch und ich schaue immer zu und versuche daraus zu lernen, weil wir natürlich den Anspruch haben, die Dinge immer besser zu machen und noch weiterzubringen. Also wir berichten von Zweien, die Design Sprints gemacht haben. Und zu guter Letzt werden wir noch ein bisschen berichten über das Thema Gelerntes. Was ist uns dabei aufgefallen aus unserer Sicht, aus Facilitator-Sicht? Was ist so Gelerntes und Ausblick? Was kommt so als Nächstes? Was passiert da gerade? Was probieren wir auch selber aus, um euch da auch noch mal ein Bild zu geben? Also da wollen wir auch noch mal ganz kurz reinschauen. So, Ausgangslage. Ich glaube, den Satz brauche ich nicht weiter erläutern. Das kennt jeder, das Statement. Interessant ist natürlich, dass, und das ist auch meine Erkenntnis oder was mich antreibt. Und wir haben vorhin auch noch eine interessante Diskussion geführt. Ich glaube, dass die IT halt der Innovationstreiber in allen Unternehmen wird. Und das heißt, bekommt einen wesentlich höheren Stellenwert. Die Wettbewerbsvorteile und Innovationskraft hängen unmittelbar mit der Leistungsfähigkeit der IT zusammen. Da werde ich gleich nochmal erklären, warum. Davon bin ich aber auch überzeugt, dass das, sage ich mal, immer wichtiger wird. Und worüber haben wir vorhin gesprochen? Wann hört das auf, dass alle Leute eigentlich Entwickler suchen? Wann hört das auf, dass wir einen riesen Bohai machen, um gute Leute zu finden? Ich habe zu Andreas gesagt, ich glaube nie.
wenn ich das als Grundlage nehme, das Statement, dann ist es so, das wird nie aufhören. Das wird eigentlich immer mehr werden. Die Frage ist, wie kommen wir dahin, dass die Leute, dass wir da Leute ausbilden, schneller, besser. So, zweite Ausgangslage, den Menschen kennt, glaube ich, auch jeder. Hat wahrscheinlich auch schon bei ihm gekauft oder nutzt seine Services. Preise, Produktmerkmale sind vergleichbar. Das ist das Ergebnis, was uns das Internet heute liefert. Aber eine Differenzierung kann ich noch über das Kundenerlebnis erzielen. Das heißt, die User-Interaktion nimmt massiv an Bedeutung bei Erfolg eines Produktes zu. Ja, also ich kann heute mich in erster Linie nur noch differenzieren, indem ich ein super Kundenerlebnis hinbekomme. Wird extrem wichtig. Und die frühe und konsequente Einbindung des Kunden in die Produktentwicklung schafft gute Produkte für Kunden. Klar, das werde ich jetzt auf der nächsten Seite auch noch mal darstellen. Das waren zwei auf mal. Das Buch kennt wahrscheinlich auch oder kennt viele von euch. Ich nehme jetzt mal die Aussage, ist der MVP tot? Entkräfte ich, nein, er ist auf gar keinen Fall tot. Es geht aber um Validated Learning in Summe. Und umso früher ich damit anfange, umso besser. Ich kann nicht warten 5 Monate oder 3 Monate, bis ich eine MVP fertig habe. Ich brauche möglichst schnell ein Feedback. Ich brauche im Grunde genommen ein regelmäßiges Feedback. Und da hilft der Design Sprint. Also er ist nicht, er setzt nicht den MVP, sondern es ergänzt den MVP. Es macht Entscheidungen am Anfang einfacher, wie gehe ich weiter. Es bezieht den Kunden noch stärker, früher ein. Und wenn ich es richtig mache, ist es die Initialzündung, um konsequent mit dem Kunden zu interagieren. Also auf gar keinen Fall ersetzt es ihn, sondern es ist nur ein weiterer Schritt im Bereich Validated Learning, wo ich deutlich früher ansetzen kann. Wo hat der Design Sprint seinen Ursprung? In dem Thema Design Thinking. Kann man das lesen? Ja, das geht ganz gut. Wenn man sich das anschaut, ich habe die beiden mal gegenübergestellt, beides sind 6 Phasen. Beim Design Thinking gibt es eine recht lange Beobachtungsphase. Man schaut sich das an. Man definiert eine Sichtweise, Ideen finden. Übrigens, das Design Thinking wurde in den 20er Jahren in Deutschland entwickelt. So kann man es zumindest nachlesen im Bereich dieser Bauhausarchitektur. Da hat man das erste Mal mit solchen Methoden gearbeitet. Der Design Sprint dagegen ist etwas, was innerhalb kürzester Zeit mit einer ähnlichen Vorgehensweise oder mit ähnlichen Steps ein Ergebnis produzieren soll. Hier geht es darum, verstehen, definieren, was will ich bauen, das, was ich bauen will, tatsächlich sketchen, entscheiden, dann den Prototypen bauen und dann den Prototypen testen. Das ist das, was ich mache in einem Design Sprint. Ich gehe da jetzt noch weiter drauf ein, aber es ist ziemlich identisch mit Design Thinking, aber wesentlich kürzer. Warum? Um Innovation voranzutreiben, nutzerorientiertes Denken zu fördern. Ein Thema, was wir auch nachher als Feedback aus den beiden Design Sprints sehen werden. Man beschäftigt sich intensivst in dem Design Sprint mit dem Kunden, mit seinen Bedürfnissen, mit Personas, mit dem, was er wirklich braucht, mit der Customer Journey. Man beschäftigt sich sehr viel mit dem Kunden und man fördert damit natürlich in einer frühen Phase schon das nutzerorientierte Denken. Natürlich. Um deine Produkte oder Dienstleistungen in wenigen Tagen zu verbessern, klar, wir werden nachher ein paar Ideen vorstellen, wo man ein Design Sprint einsetzen kann. Und es geht natürlich darum, neue Produkte zu validieren oder neue Ideen zu validieren, aber auch bestehende Sachen zu verbessern oder eben komplett neue Ansätze zu entwickeln. So, und um Zeit und Geld in der Produktentwicklung zu sparen. Interessanterweise, hier haben wir wieder die 6 Phasen, wird an diesem Konzept intensivst gearbeitet. Wie kann ich es noch schlanker machen? Ich habe ganz viele Kunden, die gesagt haben, ja super, 5 Tage ist mir aber zu lang. Also dieser Zeitraum
mit einer gewissen Anzahl Menschen, die nichts anderes machen als ein Design Sprint, ist mir einfach zu lang, kann ich nicht investieren, kriege ich gar nicht hin. Also wird daran gearbeitet, das Ganze kürzer zu gestalten. Da kommen wir aber später auch nochmal drauf zu sprechen. Die Länge eines Design Sprints und die Anzahl der Personen variiert. Die Länge, wie gesagt, es sind 6 Phasen, 5 Tage ursprünglicherweise. Mittlerweile sind wir bei 4 Tagen. Es gibt schon Ansätze für 3 Tage, einen Design Sprint zu machen. Und wir haben letztens den Auszug, nämlich das Definieren, Sketchen und Entscheiden innerhalb von 4 Stunden gemacht mit einem Team von 20 Leuten. Das war mal ein Versuch, um mal zu schauen, wie passen Liberating Structures und Design Sprint-Themen zusammen. Also es gibt dann noch jede Menge Möglichkeiten. Entscheidend ist, dass in den einzelnen Phasen sehr stark geführt Maßnahmen durchgeführt werden. Maßnahmen, die da heißen, langfristiges Ziel definieren, die Sprintfragen aufschreiben. Das passiert im Team, alleine, kommen wir gleich auch nochmal dazu, wie das im Detail abläuft. Es wird eine Customer Journey, Routenplan entwickelt in der ersten Phase. Es werden Experten befragt. Das heißt, es kommt dazu, dass im Vorfeld manchmal Interviews aufgenommen werden. Da werden die Experten befragt und dann wird das in der Verstehen-Phase vorgestellt. Es werden WKW-Fragen definiert. Wie können wir? Wie können wir das Problem, was wir definiert haben, lösen? Wie können wir die Kunden dann zufrieden machen? Wie können wir diesen Prozess möglichst stabil machen? Lauter Fragen, die dort definiert werden in der ersten Phase. In der zweiten Phase wird aus diesem Ergebnis, was sehr stark visuell auch dargestellt wird, werden dann Definitionen entwickelt. Letztendlich die ersten beiden Phasen, die idealerweise oftmals an einem Tag gemacht werden, führen dazu, dass man zu einem klaren Sprintziel kommt, dass man zu einem klaren Ergebnis kommt, was will ich in den nächsten Tagen sketchen, entscheiden und im Prototyping umsetzen. Die ersten beiden Tage verstehen, definieren, was will ich eigentlich wirklich machen. Ganz wichtig. Interessanterweise gibt es jetzt sehr viele, die vorgeschaltet nochmal wieder Workshops machen, um das Problem noch besser zu verstehen. Weil viele Design Sprints sind nicht so richtig erfolgreich, weil die Vorbereitungsphase bzw. die Verstehenphase nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommt. Es geht auch darum, dass das gesamte Team in eine Richtung denkt. Was ist das Problem? Wie wollen wir es lösen? Dann können wir uns aufmachen, dass jeder für sich sketcht, dass jeder für sich Lösungsansätze aufmalt. Da gibt es dann solche Sachen, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, Crazy Eight. Crazy Eight ist dann, du hast eine Skizze von dem Prozess oder von dem Produkt, was du bauen möchtest und dann heißt es, jetzt machst du 8 Minuten lang jede Minute eine neue Skizze. Immer wieder leg die alte beiseite, mach eine neue, leg die alte beiseite, mach eine neue. Warum macht man das? Die Leute sollen einfach mal über völlig verrückte Ideen nachdenken und schauen, kann man das noch anders machen? Ja, also in der Phase 3 wird gesketcht und wird letztendlich Ideen gesammelt, wie das Produkt aussehen kann oder wie der Prozess aussehen kann oder wie der Service aussehen kann. Und es kommt von jedem Teilnehmer zu einer finalen Skizze. Das ist das, was nach der Phase 3 das Ergebnis ist. Es gibt von allen Teilnehmern Skizzen. Zu den Teilnehmern nochmal, wer ist alles dabei? Idealerweise ein Entscheider, Experten, die das Thema kennen, ein Kernteam, das mit dem Thema zu tun hat, was aber nicht unbedingt in einer Abteilung arbeiten muss, weil das ist ein großer Effekt, der auch beim Design Sprint passiert, dass Leute miteinander sprechen über ein Produkt und ein gemeinsames Verständnis für das Produkt entwickeln, die das vorher noch nie gemacht haben. Und das ist sehr spannend, weil die Leute oftmals auf einer Ebene miteinander reden, auf der sie vorher noch nie miteinander geredet haben. Also das hat auch für das Unternehmen oftmals sehr positive Effekte, dass Leute hinterher einen ganz anderen Level der Kommunikation entwickeln können, wenn sie miteinander sprechen. Also sprich Sales und Entwicklung zum Beispiel oder Support und Finance, dass die oftmals auf einem ganz anderen Level miteinander sprechen können. Gut, Phase 4 ist entscheidend. Dann gibt es auch ein paar lustige kleine Aufgaben da drin. Das heißt, da werden am Ende der dritten Phase werden alle Ergebnisse an die Wand gepinnt und dann gibt es am nächsten Tag wieder eine Galeriebesichtigung. Ich schaue mir die einzelnen
Sketches alle an und überlege mir Fragen dazu, überlege mir, was gefällt mir gut. Das nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Und dann fängt man an, Notizen und Fragen habe ich gesagt, dann fängt man an, dort Voting zu machen. Jetzt geht es darum, ich habe bis zu 6, 7, 8, das ist die Anzahl der Menschen, die daran teilnehmen, Ergebnisse und jetzt, was gefällt mir? Weil ich will am Ende dieser Phase, möchte ich ein finales Storyboard haben, eins. Ich habe auch jede Menge andere gute Ideen, dafür, die werden nicht verworfen, sondern die werden in einem Parkinglot untergebracht, sodass sie nicht verloren gehen, dass man sie später nochmal aufnehmen kann. Aber es kommt dazu, dass mit dem Entscheiden gibt es ein Storyboard. Darauf haben sich jetzt alle committed. Das ist ganz wichtig. Es gibt nicht fünf, sondern es gibt ein Ergebnis. Und in der nächsten Phase, im Prototyping, wird dieser Prototyp gebaut. Wie wird er gebaut? Mit Papier, mit Tools, mit PowerPoint, was immer man hat, um einen Prototypen bauen zu können, der hinterher für den Tester, der nämlich in der letzten Phase das Produkt zu sehen bekommt, das Produkt sich anfühlen kann, also ausprobieren kann. Idealerweise ist es ein Click-Dummy, wenn es ein Produkt ist, oder ein Prozessflow, den man ihm deutlich machen kann. Aber in dem Prototyping wird mit allen Mitteln, und deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn Designer dabei sind, das Auge ist mit oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Also wenn es gut aussieht, ist es natürlich immer ein bisschen leichter. Und deswegen ist es ganz gut, wenn da nicht nur Leute da sind, die außer Strichmännchen nichts malen können. Dann ist es natürlich schade. Es wird dazu noch eine Story gebaut, weil am Ende der Phase 5, nach dem Prototyping, gibt es alles, was es braucht, inklusive Probeläufe, ein Ergebnis, das ich in der letzten Phase den Testern geben kann. Weil ich möchte ja ein Feedback haben. Darum mache ich das Ganze. Und der Tester ist der Kunde. Idealerweise ist das mein Kunde, den ich dort befragen kann, wo ich mir ein Feedback einholen kann. Am besten sind 5 Testläufe, damit ich unterschiedliche Ergebnisse habe. Ich habe ganz oft gehört, Problem ist, wo soll ich denn die 5 Tester herkriegen? Wo ich mir denke, okay, wenn du keine 5 Kunden hast, hast du ein Problem. Also es sollte eigentlich machbar sein, 5 Tester zu bekommen. Ja, ganz wichtig. Bei diesen Tests ist ein Moderator, der mit dem Tester spricht und interessant ist, und das war auch mal eine Erfahrung, die ich selber beim Design Sprint gemacht habe, man sitzt daneben und beobachtet das Ganze und geht eigentlich in die Erwartungshaltung rein, wir haben ein super geiles Produkt gebaut. Also das versteht jeder. Super einfach, super easy zu bedienen. Das Ganze wird anmoderiert und man gibt das Tablet oder was man immer auch gerade als Interface sich überlegt hat für den Test, gibt das in die Hand und der Tester scheitert kolossal. Das ist echt frustrierend, wenn man dann daneben sitzt. Und dann will man natürlich Fragen stellen. Man will wissen, warum kapierst du das nicht? Was ist da jetzt unlogisch und so weiter? Aber das macht man alles nicht in der letzten Phase, sondern das macht der Moderator. Er versucht, Ergebnisse rauszubekommen. Es ist nicht so, dass dann die ganzen 6, 7 Leute auf die Teste einreden, sondern das läuft recht strukturiert ab. Aber es ist echt hart, da zu sitzen und anzuschauen, wie das, was du wirklich unter Hochdruck gemacht hast, weil das ist das, was auch passiert, was den Design Sprint ausmacht. Hochdruck, Vollpower, komme ich aber gleich nochmal was passiert eigentlich und wie funktioniert das Ganze. Es ist ein sehr starker Ablauf und da ist es natürlich, sag ich mal, wenn du dann mal am Ende angekommen bist, kommst du so ein bisschen runter und denkst so, jetzt geiles Ergebnis, willst natürlich auch das dementsprechende Feedback haben. So, das sind die 6 Phasen. Wie gesagt, Länge des Design Sprints habe ich drüber gesprochen, Anzahl Personen 6 bis 8. Wichtig ist ein Facilitator, komme ich aber später auch nochmal zu. Vorbereitung. Es gibt, und das sage ich gleich auch nochmal ganz deutlich, die Vorbereitung ist alles. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ich machen kann, aber es gibt Dinge, die ich machen muss. Ich brauche etwas, was, sage ich mal, das Thema beschreibt oder was die Deliverables des Sprint beschreiben, damit die Leute, die da reinkommen, eine Ahnung haben. Worauf lasse ich mich überhaupt ein? Ich kann da also nicht reingehen und sagen, du, wir fangen jetzt mal an, sondern ich muss schon im Vorfeld mir auch klar überlegen, was will ich eigentlich machen und ich muss das kommunizieren, ich muss das darstellen. Dafür gibt es den sogenannten Sprintbrief. Und ich brauche eine klare Problemstellung. Wenn ich keine Problemstellung habe, wird hinten nichts rauskommen.
Deswegen gibt es gute Unternehmensberater, die momentan vorgeschaltete Workshops machen, Problem-Framing-Workshops oder ähnliches, um das Problem im Vorfeld klarer zu formulieren. Aber ich glaube, das wisst ihr alle, wenn man mit einem unklaren Problem in ein Meeting reingeht, kommt in der Regel nichts Anständiges dabei raus. Richtiges Momentum, sage ich mal, wenn die Leute mega frustriert sind oder unter Hochdruck stehen, dann ist das unter Umständen nicht der richtige Moment. Also die Leute müssen schon auch ein bisschen den Kopf frei haben, um da reinzugehen. Das Team auswählen, wie gesagt, möglichst viele Bilder aus dem Unternehmen sammeln, um den Kunden ganzheitlich auch zu erkennen. Im Vorfeld Agenda, Präsentationen vorbereiten, damit das Ganze flüssig dann durchlaufen kann, damit die Leute auch wissen, was passiert. Plane die Lightning Talks, zeichne Interviews auf. Lightning Talks sind im Grunde genommen etwas, was innerhalb des Design Sprints passieren kann, was aber auch im Vorfeld passieren kann. Lightning Talks sind Talks von Experten über das Thema, was ich im Design Sprint behandeln möchte. Dient alles dazu, das Brain des Teams letztendlich zu öffnen. Ich rede viel zu lang. Plane die Lightning Talks, habe ich gesagt, bereite Raum, Material, Essen und Trinken vor. Ganz wichtig. Ihr produziert unendlich viel Papier. Und es ist gut, wenn das alles hängen bleiben kann. Wenn ihr dafür keinen Platz habt, ist das schon schwierig. Ihr braucht Raum, damit die Leute arbeiten können, damit die sich bewegen können. Ihr braucht Stifte, ihr braucht Papier, ihr braucht Dots. Wenn das alles nicht da ist, wird es schwierig. Da darf es nicht dran fehlen. Material, habe ich gesagt, Essen und Trinken, ganz wichtig. Da ist wenig Zeit dazwischen. Klare Pausen und dann muss, sage ich mal, sollte genügend Essen und auch vor allem die Nervennahrung da sein, dass die Leute arbeiten können. Weil das ist wirklich Stress. Wirst du sicherlich, glaube ich, später auch nochmal bestätigen. Durchführung. Was man immer wieder liest beim Design Sprint gemeinsam allein. Für Führungskräfte übrigens ganz schwierig, wenn sie auf mal jeder für sich skizzieren soll, jeder für sich WKW-Fragen aufschreiben soll. Da gibt es dann Leute, die sagen, ja, aber ich weiß die eh schon alle. Also brauchen wir gar nicht drüber reden, haben wir schon fertig. Nee, das Ziel ist, dass jeder in dem Team sich einbringen kann, dass jeder beitragen kann. Gemeinsam werden dann Entscheidungen gefällt mit Dot Voting. Dot Voting heißt, ich packe die Ergebnisse an die Wand. Und ich versuche dann sogar als Facilitator sicherzustellen, dass nicht Chef geht vor, macht seine Dots dahin und alle anderen sagen, scheiße, jetzt kann ich meine Dots da nicht mehr hinmachen. Jetzt muss ich die woanders hinmachen oder genau umgekehrt. Jetzt muss ich sie da auch hinmachen. Das muss ich, wenn es geht, als Facilitator unterbinden, damit da wirklich, sag ich mal, etwas Gleichberechtigtes rauskommt. Wobei ganz gleichberechtigt ist es nicht. Wichtig, keine Störung in der Durchführung. Das heißt, wenn jemand sagt, oh, ich muss alle halbe Stunde raus oder ich habe Morgentermin, Übermorgentermin, ich kann also nur teilweise, schlecht. Genügend Pausen, keine Überstunden. Das Ding nicht mit nach Hause nehmen. Wenn man um 18 Uhr Feierabend macht, beiseite legen, Raum abschließen, gehen, fertig. Und was man auch immer wieder ganz klar hört, halte dich an den Prozess. Auch wenn du das Gefühl hast, es läuft gerade aus dem Ruder, halte dich an den Prozess. Es gibt so Phasen. Verstehen am Anfang ist so eine Phase, wo die Leute erstmal total verwirrt sind. Du hast jede Menge Fragen, du hast jede Menge Sprintfragen, du hast im Grunde nur mehr offene Punkte als Antworten. Das ist sehr frustrierend und dann musst du aber am Prozess festhalten, ansonsten wird es schwierig. Also am Prozess festhalten, wichtig. So, größtes Problem beim Design Sprint, tolles Erlebnis, die Leute sind total motiviert, gehen hinterher raus, geil, ich habe mit geilen Leuten zusammengearbeitet, wir haben ein tolles Ergebnis erstellt. Ja, 2 Wochen später, nichts passiert. Teile die Ergebnisse und die Erlebnisse im Unternehmen. Lass die Leute daran teilhaben. Ganz wichtig. Damit andere auch was davon haben. Du beziehst im Design Sprint deine Kunden ein, holst sie ran, zeigst ihnen etwas. Wenn du sie dann hinterher wieder links liegen lässt und nicht informierst, wie geht das Ganze weiter, in den weiteren Prozess einbeziehst, auch schwierig. So schafft man sich unzufriedene Kunden. Vereinbare die Punkte vom Parking Lot. Parking Lot, wie gesagt, es entstehen gute Ideen, es entstehen auch mehrere Customer Journeys, es entstehen gute Skizzen. Da heißt es immer, ja, was macht man damit? Ja, beiseite legen und eventuell nochmal ein Design Sprint draus machen. Also weiterverarbeiten, diese ganzen Punkte, die Erkenntnisse, die man dort gewonnen hat, weitermachen. Plane Zeit, die nächsten Schritte, also zeitnah heißt, warte nicht zu lange. Bau das
in deinen weiteren Prozess mit ein. Das ist das, was ein Design Sprint ausmacht. Wir haben am Schluss noch mal ein paar Punkte, was sind unsere Erkenntnisse. Aber jetzt kommt erstmal Erfahrungsbericht von dir. Ja, dann steige ich mal gleich ein. Die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Ja. Ja, Kollege Dyer, kurz zu uns, dass ihr ein bisschen Hintergrund habt, was wir machen. Also wir sind ein Fintech aus der Otto-Gruppe, ungefähr 60 Mitarbeiter. Wir haben 20 Softwareentwickler, sind 5 Engineering-Teams. Jedes Team hat einen eigenen PO. Und wir arbeiten alle an einer Plattform, haben natürlich aber immer Cross-Concerns. Und wenn es produktspezifische Fragen gibt, haben wir oftmals Berührungspunkte. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, das Produkt ist, wir sind seit 3 Jahren am Markt und wir haben aktiv Kunden in der Plattform. Was machen wir? Das ist ein digitales Forderungsmanagementsystem. Also in der Summe ist es letztendlich Payment Reminders, Payment Links, Rechnungsstellung, alles digital, alles mit digitaler Kommunikation und der Online-Zahlmethode als White-Label-Lösung. Warum haben wir das gemacht? Ich gehe mal in die Mitte, auf den mittleren Punkt ein, Ausrichtung. Wie gesagt, wir sind seit 3 Jahren am Markt. Gewisse Produktteile von uns, wir wollen bei gewissen Teilen einen größeren Login erzeugen, Login-Effekt von den Endnutzern. Und das war so ein Thema, was wir hatten, was lange nicht so voranging sozusagen. Das hatte lange gestockt. Wir haben erst ein UX-Konzept uns erstellen lassen, dann hat ein PO das übernommen, dann wurde tatsächlich ein neues Team gegründet, was komplett das Ownership für das Thema bekommt. Das heißt, wir hatten viele Zyklen, wo Know-how-Transfer notwendig war, wo komplett auch die Frage im Raum war, wie wollen wir das bauen? Da gab es viele verschiedene Ansätze und das wollten wir beschleunigen. Dann das Thema Neugierde, dass wir grundsätzlich immer uns ausprobieren, wenn wir neue Methoden kennenlernen, versuchen wir die irgendwie bei uns im Prozess auch zu verwenden und dadurch durch die Gelegenheit mit Andreas haben wir gesagt, okay, lass uns das einfach mal versuchen. Wie gesagt, wir hatten entscheidend ist es, dass man sich ein Team zusammensucht, was interdisziplinär ist aus verschiedenen Bereichen. Wir waren 7 Leute in Summe und aus UX, Marketing, Vertrieb. Darf ich ganz kurz ein? Da sind nur 6 drauf, weil da hat man genau das Thema, dass ein super wichtiger Vertriebler leider immer wieder Termine zwischendrin hatte, genau. Was ein bisschen ärgerlich war. Trotzdem war sein Beitrag sehr wertvoll. Genau, das ist dann, war so ad hoc dann verfügbar. Genau, wir haben uns quasi einen Offsite-Raum gesucht, wo wir wirklich ungestört arbeiten konnten. Und das wurde quasi von Andreas mit seinem Team begleitet. Und auch jetzt nochmal so ein bisschen zurück an die Phasen orientiert, wie haben wir uns den Design Sprint organisiert? Es waren 4 Tage. Auch der Zyklus erstmal verstehen, um was reden wir. Also was ist unser Problem, was wollen wir erreichen innerhalb dieser 4 Tage? Wir haben quasi dann geguckt, welche Personas gibt es für unseren Use Case und was für Probleme haben die aktuell. Und aus dieser Menge von Informationen haben wir am Ende eine komplette Customer Journey erstellt. Das war wirklich eine komplette Journey, wie ein End-User, Endkunde quasi durch unser Produkt sich bewegen kann. Und das ist noch sehr hoch, High-Level und sehr abstrakt. Und das mussten wir dann im nächsten Schritt schärfen. Da war dann quasi die Frage nach dem ersten Tag, okay, was genau von der Journey, was genau wollen wir jetzt, wo wollen wir uns drauf fokussieren, wo ist der höchste Value, wo ist der höchste Mehrwert? Wir haben uns quasi dann einen spezifischen Teil rausgesucht und da in dem Bereich quasi Ideen entwickelt. Das war der 2. Tag. Das war das Paper-Sketching und Lightning-Demos, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Dann das Prototyping war der 4. Tag, das war hauptsächlich dann unser UX-Designer, der wirklich einen Click-Dummy erstellt hat und da war noch ein zweites Team involviert, was quasi den Tester, das Test-Interview festgelegt hat, quasi die Fragen, die der Tester bekommt und den quasi durch den Prototypen zu begleiten. Und dann am Testing, der letzte Tag war Testing und quasi Feedback einsammeln. So, die Key Learnings. Nochmal so auf den ersten Tag betrachtet, quasi den Blickwinkel verändern. Also einmal komplett sich in den Nutzer mehr hineinversetzen. Das war unheimlich hilfreich, gerade wenn man auch
das Thema betrachte, dass man so viele verschiedene Leute von verschiedenen Abteilungen dabei hatte, die einen ganz anderen Blickwinkel hatten auf eine User Experience als teilweise die Entwicklung, die es in der Regel täglich damit den Themen beschäftigt ist, wie es zu bauen ist. Und auf das Wesentliche fokussieren. Es geht immer wieder darum, verkleinern, den Scope verkleinern, verkleinern, verkleinern und am Ende nur den Teil rausnehmen, wo wir den größten Mehrwert sehen. Anders ist es auch zu groß zu schaffen in einer kurzen Zeit. Zweiter Tag war dann quasi das vorhandene Berücksichtigen. Das war sehr, sehr inspirierend, dass man quasi sagt, okay, was gibt es eigentlich im Markt aktuell? Wie haben andere Leute, andere Firmen, andere Produkte ein ähnliches Problem gelöst? Und das war quasi ein kollaboratives Research. Alle Leute sind quasi ins weite Internet, haben sich Sachen rausgesucht und haben das am Ende vorgestellt. Das war sehr beflügelnd, quasi wie Ideen quasi entstehen, wie man Sachen lösen kann. Und auf dieser Grundlage wurden dann quasi mit den Prototype-Sketches oder die Sketchings-UIs quasi gebaut, wie man quasi für den User, für die User-Journey was bauen kann, UI-mäßig. Der letzte Tag war das Prototyping. Da ist das ein Artefakt vom zweiten Tag, das Storyboard, das habe ich nicht erzählt. Das Storyboard sagt genau quasi, in welcher Sequenz letztendlich der Prototyp zu benutzen ist. Und der Prototyp musste dann auch so gebaut werden. Und der vierte Tag ist dann quasi das Testing. Es hat nicht so geklappt, wie wir es uns komplett vorgestellt hatten. Manchmal war der Tester auch ein bisschen irritiert oder es war vielleicht auch nicht der richtige Tester für unsere Fachdomäne, sage ich mal. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen schärfen müssen. Also, generelles Fazit. Es ist eine super Methode, um schnell fokussiert Ergebnisse zu produzieren. Das Team ist entscheidend. Es muss meiner Meinung nach schon einen großen, breiten Blickwinkel bekommen. Das heißt, es sollten verschiedene Abteilungen involviert sein oder verschiedene Fachbereiche sozusagen. Es muss okay sein, Ideen zu verwerfen. Es sollte kein Team sein, wo Leute sehr stark auf ihren Ideen beharren und sich nicht bewegen oder kompromissbereit sind. Wichtig ist, ein klarer Entscheider braucht man, um das Thema, gerade wenn es darum geht, um das Scoping, welche Richtung wollen wir gehen, da muss jemand dabei sein, der hat auch den Entscheiderhut, das in der Regel ein PO, der sagt, ich möchte in die Richtung den Design-Sprint begleiten oder vertiefen, ich möchte da möchte ich reingehen in diesem Bereich. Und das muss einer sein, der auch sagen kann, hier geht's lang. Und sonst gibt es kein Ergebnis am Ende. Und die Planung ist essentiell. Also ohne die Planung wird das sehr, sehr schwierig. Und eine gute Moderation hilft, dass man den Fokus nicht verliert. Fazit für uns. Wir hatten funktionierende Prototypen. Wir hatten die Testergebnisse. Das war schon sportlich. In 5 Stunden hatten wir den funktionsfähig fertig. Der war nicht hübsch, aber er hatte den Zweck gedient. Aber das Haupt-Takeaway für mich persönlich war letztendlich das Alignment zwischen den Leuten. Und das ist das, was uns heute noch begleitet. Also diese 4 Tage haben uns sehr zusammengeschweißt, sage ich mal. Wir haben ein einheitliches Verständnis davon. Wir wissen alle, was wir da erreichen wollen. Und alle sind on the same page, sage ich mal. Ne? Und wir nutzen vereinzelte Methoden mittlerweile in unserem Daily Business sozusagen. In den Produktteams. Und wir würden einen Design-Sprint klar wieder machen, wenn wir Teile oder Features haben, Themen haben, die einen unklaren Marktwert haben, die quasi nicht, die noch Evaluierung brauchen oder die ein besseres Alignment brauchen zwischen den Teams. Nächste Schritte, das gehe ich nur ganz kurz an. Seit dem Sprint haben wir quasi weiter das Business Value evaluiert, Kundenfeedback eingeholt, Usability-Tests und so weiter. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir bringen das in die Planung der Teams rein. Ja, by the way, wir suchen ein PO, falls ihr Lust habt, sowas zu machen, kommt vorbei. Genau. Genau, wir haben noch einen zweiten Case. Normalerweise wären wir zu dritt aufgetreten, aber das war uns jetzt ein bisschen too much, auch den Organisatoren, 3 Speaker. Deswegen gehe ich da nochmal in Vertretung für Finanzcheck durch. Ich weiß nicht, ob ich Finanzcheck erklären muss. Ist ein Hamburger Unternehmen, sollten wahrscheinlich viele von euch kennen. Muss ich, glaube ich, nicht kommentieren. Wachsen auch recht stark, wie ich da sehe, seit Juli letzten Jahres um 100 Leute. Nicht schlecht. Warum Design Sprint bei Finanzcheck? Ich möchte das eigentlich nicht ablesen, aber im Grunde genommen
geht es darum, es gibt einen ganz, ganz, ganz wichtigen Einstieg und der ist immer gleich. Und die Idee war, wie kann ich da mal was anderes entwickeln? Und da hat man sich überlegt, dass ein Design Sprint vielleicht eine ganz gute Idee ist, um schnell ein Ergebnis zu produzieren. Wenn es nach dem CTO gegangen wäre, das ganz noch kürzer gemacht, aber es braucht halt schon auch etwas, was ich hinterher dem Kunden zeigen kann. Ne? Übrigens hat mir mal ein anderer Kollege gesagt, der den kürzesten Prototypen, den du machen kannst, ist eine 404-Seite. Sag ich, wie? Ja, mach ein Produkt in deinem Katalog, mach es clickable und mach nichts dahinter. Werte die 404s aus und du weißt, ob das Produkt interessant ist oder nicht. Aufwand ist recht gering. Okay, Kundenzufriedenheit steigt damit nicht gerade, aber zumindest ist das ein ganz einfaches Produkt. Ist mir irgendwie im Kopf geblieben, finde ich immer ganz interessant. Man kann tatsächlich mit einfachen Mitteln auch eine ganze Menge über Produkte und Ansätze verstehen. Wie gesagt, es ging darum, etwas Neues zu bauen. Wie lief der Design Sprint bei Finanzcheck? Auch wieder interdisziplinäres Team, 10 Personen, recht sportlich, aber es war wertvoll. Die straffe Organisation ist extrem wichtig. Wenn du keinen guten Facilitator hast, der nicht das Ganze stark trackt und führt und immer wieder die Leute, weil du hast da auch, es gibt schöne Vorträge auch übrigens zu, welche Menschen hast du in deinem Design Sprint? Menschen, die zurückhaltend sind, Menschen, die immer alle überzeugen wollen, dass ihr Produkt das Beste ist, also, und das musst du alles managen, ja, zusätzlich neben der Zeit. Ist schon recht stressig. Es wurde 4 Tage geschwitzt und hart durchgezogen, was Team Spirit erzeugt hat. Immer wieder ein Ergebnis. Ja, und es ist tatsächlich was komplett Neues entstanden. Und es führt auch, kann zu einer Überraschung führen, dass die Leute sagen, wow, hätten wir nicht gedacht, als wir gestartet sind, dass wir so tolle Ergebnisse rausbekommen. War wirklich sehr erhellend. Wie geht's weiter? Wurde in Envision erstellt, ist also klickbar gewesen. Es geht jetzt im Grunde genommen kontinuierlich weiter. Es geht tatsächlich jetzt in die Produktentwicklung. Man probiert das Ganze aus, macht AB-Tests, um auch da wieder möglichst früh den Kunden mit einzubinden. War ein voller Erfolg. Ich glaube, dass sie es auf jeden Fall auch weiterhin einsetzen werden. Sie brauchen das richtige Moment, sie brauchen Produktherausforderungen, sie brauchen Prozessherausforderungen oder ähnliche Dinge. So. Ein bisschen kürzer gehalten bei Finanzcheck, aber im Grunde genommen ist das gleiche Thema. Es gab eine neue Produktidee und die wollte man jetzt endlich mal auf den Punkt bringen, deswegen Design Sprint. Hektisch, tolle Ergebnisse, will man weitermachen. Learnings. Was ich sagen kann ist, Vorbereitung ist alles. Und hier steht als 2. Punkt, der ist mir immer sehr wichtig, weil wir da selber nicht ganz zufrieden mit sind, aber manchmal braucht es halt jemanden, der die Richtung ein bisschen vorgibt, einen Entscheider. Es ist keine demokratische Vorgehensweise. Also wer glaubt, dass ein Design Sprint, ja, jeder arbeitet mit, jeder bringt seine Ideen ein, aber es gibt klare Komponenten innerhalb eines Design Sprints, die da heißen, und jetzt kommt der Entscheider mit dem dicken Dot und der sagt, was wir wirklich wollen. Er sieht vorher, was alle anderen wollen. Er kann sich dagegen entscheiden. Wenn es zu sehr abweicht von dem, was alle anderen wollen, muss er das ausbaden, wenn es hinterher nicht funktioniert. Aber es gibt das Stimmrecht, das höhere Stimmrecht für den Entscheider. Es ist kein Allzweckwerkzeug. Ich kann es nicht überall einsetzen. Ich kann Teile davon aber auch an verschiedenen anderen Stellen einsetzen, weil das ist ja letztendlich eine Anreihung von verschiedenen Methoden, die wir dort haben. Und ganz entscheidend, wenn ich ein Ergebnis, generiere ein Ergebnis und das produziert neue Aufgaben. Deswegen muss ich mir im Vorfeld, darüber muss ich mir im Vorfeld klar sein. Das ist nicht eine abgeschlossene Sache, sondern es ist ein Start für eine größere Sache. Und ja, den letzten Satz brauche ich auch, der ist eigentlich auch klar, in allen komplexeren, größeren Meetings ohne Facilitator ist schwierig. Ja, sonst wird das, läuft immer Gefahr, dass das Ganze aus dem Ruder läuft. Das sind Learnings, die wir aus unseren Projekten haben. Wir probieren auch viele neue Sachen aus. Wie gesagt, es gibt, vielleicht hat derjenige, der schon über Design Sprint gehört hat, schon gehört, es gibt Optimierungen, 5 Tage, 4 Tage, 3 Tage, die ersten beiden Phasen an einem Tag, mal wieder anders, mal vorgeschaltete Workshops. Also da wird viel
rumprobiert. Es gibt ein spannendes Thema in den USA, verteilte Design Sprints. Das heißt, die Leute sitzen nicht in einem Raum. Ich habe es noch nicht geschafft, ich sträube mich immer noch so ein bisschen dagegen, weil dieses Feeling, was letztendlich in so einem Design Sprint entsteht, wenn ich das in einer verteilten Umgebung habe, stelle ich mir das immer etwas schwierig vor. Aber ich werde mal versuchen, an einem teilzunehmen. Verknüpfung mit anderen Komponenten. Wie gesagt, wir haben einen Design Sprint gemacht mit Liberating Structures Anteilen, weil wir gesagt haben, was man mit 6 Leuten machen kann, kann man auch mit 20 oder mit 200 machen. Es ist völlig egal. Liberating Structures bieten so viele Möglichkeiten, um, sage ich mal, demokratisch oder, sage ich mal, alle Leute einzubinden, um eine Idee umzusetzen. Wir haben in 4 Stunden, wie gesagt, ein Veranstaltungskonzept entwickelt mit 20 Leuten. Wir haben die Idee vorgegeben und am Schluss hatten wir eine komplette Storyboard für diese Veranstaltung in 4 Stunden mit 20 Leuten. Hat riesen Spaß gemacht, war auch hektisch, da haben wir keine Pausen gemacht, aber es war eine tolle Geschichte. Und da passiert eine ganze Menge. Es entwickelt sich immer weiter. Ja? Was offen ist, aus meiner Sicht, habe ich auch noch keine Antwort drauf gefunden. Ich habe das Ergebnis eines Design Sprints. Das ist weder ein Backlog, noch ist es etwas, was ich jetzt so in die Entwicklung werfen kann. Also da muss noch was dazwischen passieren. Und das ist für mich noch nicht wirklich strukturiert. Also es gibt viele Ansätze dazu. Es gibt Story-Mapping-Workshops, die man dann machen kann. Es gibt dann noch jede Menge Dinge. Aber da fehlt mir jetzt irgendwo noch ein Prozess. Wie komme ich jetzt tatsächlich zum initialen Backlog, um meinen MVP zu entwickeln? Das ist noch meiner Meinung nach ein bisschen offen. Also deswegen ist auch das Thema, viele machen es, aber es wird nicht zu einer regelmäßigen Einrichtung, ja, bei vielen. Also es wird sporadisch gemacht oder auf Motivationen oder wenn man meint, das Team braucht das mal wieder. So, wir haben hoffnungslos überzogen. Gibt es Fragen? Da oben ist einer. Die Erfahrung mit den größeren Zyklen. Ursprünglich 5 Tage oder 3 oder einen halben Tag. Wenn die Vorbereitung gut ist und das Team, wenn man es schafft, das Team tatsächlich zu alignen, dann geht das gut. Also 5 Tage fand ich persönlich ein bisschen lang. Habe ich nur einmal gemacht. Ich kenne eigentlich nur 4 Tage und ich muss sagen, es ist absolut ausreichend. Also eher noch die Diskussion, die man hat mit Entscheidern ist, wow, 5 Tage, es ist echt hart. 4 Tage, okay, geht es auch kürzer? Es geht kürzer. Wenn man die Vorbereitung anständig macht, geht es sogar kürzer. Weitere Fragen? Ja. Da unten? Nein. Da oben. Da oben. Ah ja. Nein, eine Systemanbindung findet in der Regel überhaupt nicht statt. Es ist auch eher Frontend getrieben, wenn es ein Produkt ist. Wenn es ein Prozess ist, ist es eine Visualisierung, vielleicht auch mit einem Click-Dummy irgendwas. Aber es werden so Produkte wie InVision benutzt oder so, das sieht schon schick aus. Ja? Und das funktioniert auch sehr gut. Aber es ist halt, kann nicht wirklich viel damit anfangen. Im Nachhinein. Aber es ist so, dass der Kunde das Prinzip versteht und dadurch, dass es ein Click-Dummy ist, auch ich sehen kann, ist das, was ich mir überlegt habe als Prozess, wirklich verständlich für ihn. Wie gesagt, bei meinem ersten, den ich mitgemacht habe, war ich der Meinung, das ist super verständlich und das war halt überhaupt nicht verständlich. Die Zielgruppe kannte ich zu wenig, muss ich sagen. Noch Fragen? Ansonsten heute Abend nach dem dritten Bier oder morgen früh nach 10. Gerne. Vielen Dank.